Ahoi, moin, moin und hallo. Willkommen beim fulminanten, überaus realistischen, großartigen und aufwendigen Safety Driving Simulator Moto. Also, mit Motorrädern geht's jetzt zur Sache. Jetzt ist die Frage. Wollen wir uns ein paar Fahrstunden gönnen oder beginnen wir eine freie Fahrt? Ich glaube, wir gucken uns erstmal eine Fahrstunde an. Lenkung, Bremsen, Führerscheinprüfung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Machen wir gleich mal. Wir machen direkt einen Führerschein. Führerscheinprüfung. Ich hoffe, dass es im Hintergrund nicht zu laut ist. So, mal gucken. Oh, das ist doch mal... gut. Wir sollen ganz offensichtlich Slalom fahren. Erster Test Slalom mit 9 km/h. Wow, wow. Und es geht sofort zur Sache. Nein, Pylone gerammt. Ja, ich glaube, wir haben schon verkackt. Wir haben schon verkackt. Nicht mal 10 km/h und wir verreißen es. Okay, wir wiederholen nochmal. So, es ist auch... Ah, okay, ich habe den Motor ausgemacht. Ist auch wirklich heftig, ja. Also man guckt sich mal die Umgebung an. Das Gras, diese Mauer, die Häuser, der Asphalt. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. So, erster Test Slalom. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Ne, 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 ne. Und komm rum hier. Oh, oh, da. Oh Gott. Aber gerade so. Ich würde sagen, das ist eine junge Dame hier drauf. Eine 8 sollen wir fahren. Ne, 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 ne. Warte, nicht außerhalb der Route? Was? Waren wir denn außerhalb der Route? Okay. Ich würde sagen, wir müssen noch mal ein bisschen ran hier. Dann müssen wir noch mal bei. Oh, und wieder eine Pylone gerammt. Ich bin einfach zu schlecht. Das Spiel ist zu krass für mich. So, mal gucken. Also. Erneut Slalom. Oh. Oh, hier geht's wirklich rund. Mein lieber Mann. Und die Spiegelung in den Spiegeln ist wirklich traumhaft. Zweiter Test, 8. So, wollen wir nochmal gucken hier. Das war nicht die Route verlassen. Aber gerade so. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, und jetzt dürfen wir ausfahren aus der 8. Sehr schön. Wir drehen nochmal einen Kessenbogen. Ja, ja, ja. Oh Gott. Bloß auf der Linie fahren. Bitte fahr auf der Linie. Korridor. Oh, jetzt müssen wir gerade ausfahren. Dürfen wir nichts rammen. Nervenkitzel pur. Nervenkitzel pur. Vierter Test. Bremsen. Beschleunigung. Bremse direkt vor der Linie. Ohne die Linie zu überfahren. Oh. Jetzt haben wir verkackt. Wiederholen. Oh. Nochmal alles von vorn. Ich war zu ängstlich. Hab zu früh gebremst. So, jetzt wollen wir nochmal gucken. Es verlangt einem wirklich alles ab. Der Schatten da hinten, warum der gerade aufgeploppt ist und wieder verschwunden ist, keiner weiß es. Kein Mensch weiß es. So, es geht rum, rum, rum. Oh Gott. Aber gerade nochmal so geschafft. So, wir fahren ganz, ui, jup, 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 jup. So, vorschriftsmäßig die 8. So, komm, komm, komm. Sehr schön. Jawohl. Okay. Und weiter geht's. Wieder im großen Bogen. Die Reflexionen im Spiegel, die sind auch sehr statisch. Da verändert sich gar nichts. So, jetzt Korridor. Jetzt geht's ans Eingemachte. Oh, 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 oh. Oh, Gott. Schwein gehabt. Ich würde gerne geradeaus weiterfahren. Vierter Test. Bremsen und beschleunigen. Na denn, jetzt. Ab jetzt die Post. Lektion erfolgreich absolviert. Ich dachte, wir dürfen die Linie nicht überfahren. Aber wir haben es geschafft.
So, wollen wir nochmal irgendwas hier Bremsen überhitzen? Da bin ich mal gespannt. Wie überhitzt denn jetzt die Bremse? Dürfen wir gespannt sein. Wie lädt mit Warten? Weiß nicht, was da so lange zu laden ist. Boah. Vorderradbremse, 400 Grad. Oh, wie laut das auf den Ohren ist. Oh, die Bremsen sind überhitzt. Achtung, Hahn an der Kurve. Das heißt, oh, Bremsen, Bremsen, Bremsen. Und, was, warum legt er sich denn nicht richtig in die Kurve rein? Und bam, tot. Tot mit dem Sterben. Können wir aufstehen? Nein. Oh Gott, wie laut. Und man beachte das Tacho, wir stehen eigentlich, im Grunde genommen stehen wir und wir sind tot. Tja, so schnell geht das. Also, mein Appell an euch, fahrt nie Motorrad. Es ist zum einen mörderlaut, zum zweiten gehen die Tachos nicht. Und außerdem seid ihr ständig tot. So, Achtung, Hahnadelkurve, jetzt. Warum legt er sich denn nicht noch mehr rein hier? Der fährt ja gerade durch die Kurve. Was ist er denn? Also ein richtiger Valentino Rossi ist das nicht hier. Oh. So. Was ist denn los? Oh, hier dürfen wir gar nicht überholen. Hier ist durchgezogene Linie. Das heißt, wir müssen hinterher kötteln hier. Ach, das ist ein Krankenwagen, Leute. Koala heißt der. Gott, wie laut. Oh, was? Der hat uns geschnitten, das habe ich gesehen. Haben wir ein Dashcam-Video? Bestimmt. Gut, zurück zum Menü. Das ist ja wirklich Mist hier. Bergfahrt, Kreuzung, Ampel, Kreisverkehr. Okay. Gehen wir erstmal zurück. Ich würde sagen, wir werden mal eine freie Fahrt probieren. Hatten wir schon. War nicht so prall. Das ist ja noch krasser. 15 kW, mein lieber Mann. 75 Kubik. 3,2 Sekunden auf 50. Na, hallo, Holly. 5,8 Sekunden auf 100. 20 kW, ein Motorroller mit 125 Kubik. 200 Kubik. 3,5 Sekunden auf 100, ist klar. Auch 3,5. 4,7, eine Cross. Oh, der ist doch schick. Eine 600 Kubikmaschine mit 130 kW. 130 kW sind wie viel? Weiß nicht, fast 180 PS, glaube ich. Die nehmen wir einfach mal. So, was haben wir denn jetzt? Ach, Kleidung. So, mal schauen. Was haben wir denn hier? Zugelassener Integralhelm. Gar nichts. Jethelm. Gesetzlich nicht zugelassener Jethelm. Eieiei. Hinterkopf und Kinnbereich sind ungeschützt. Die Schläfen sind nicht bedeckt. Dick ist angemessen, aber fast keine Polsterung vorhanden. Na, das ist Mist. Billiger zugelassener Helm. Polsterung unbeschädigt, der Kinnriemen sitzt perfekt. Die Größe passt zum Kopf des Fahrers. Kein Kindschutz vorhanden. Die allgemeine Stabilität ist aufgrund der Löcher für die Ohren geringer als bei normalen Helmen. Zugelassener Jethelm, die Polsterung unbeschädigt, bla 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 bla. Jethelm ohne Visier, nicht zugelassener Integralhelm. Mit beschädigter Polsterung, zu groß für den Kopf des Fahrers, der Kinnriemen ist locker und nicht geschlossen. Die Oberfläche hat Kratzer und das Visier ist nicht verwendbar. Der Kindschutz ist gewährleistet. Na, guck mal an. Und ein zugelassener Integralhelm. Ich fand die Ohren eigentlich ganz schick. So. Was haben wir denn hier? Motorradjacke besteht aus sehr abriebfestem Material, im Sommer unbequem, mit Plastikverstärkung für den Schutz der Schultern. Robuster Rückenschutz, um die Wirbelsäule zu schützen. Gar nichts. Scheint hier so ein Toilettenmännchen zu sein, glaube ich. Gut. Gewöhnliche Jacke besteht aus leichtem wasserdichtem Material und teilweise abriebfest. Okay, bequem in jeder Jahreszeit. Keinerlei fester Schutz. Hm.
Wir machen mal oben ohne. Coole Täschen. So, rote Lederhandschuhe. Egal, was da steht. Die nehmen wir. Was haben wir hier? Eine Hose besteht aus abfrierfestem Material, vollständig wasserdicht, aber nicht sonderlich für den Sommer geeignet. Mit Plastikverstärkung für den Schutz der Knie. Cordura-Hose, auch aus abfrierfestem Material, ist wasserdicht. Jede Jahreszeit, ja, gepolsterte Verstärkung für die Knie. Und gar nichts. Naja, ich weiß nicht, da werden wir gleich angehalten, glaube ich. Jeansstoff, keinerlei Schutz gegen Abrieb, für alle Jahreszeiten. Nur diese komische Cordura-Hose. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir goldene Stiefel. Krass. Stiefel ohne Schnürsenkel mit niedrigen Absätzen aus Leder oder Synthetik. Oder gar nichts, sondern bloß Stumpen. Na, ich habe meine Füße verloren. So. Sportschuhe mit Schnürsenkeln. Eine Badie sieht echt lässig aus hier. So, den Helm an, nicht an. Warum gibt es diese Option? Egal. Okay. Sieht doch lässig aus. So, jetzt geht's um die Strecke. Städtischer Umgebung mit Einbahnstraßen, Kreisverkehren. Achte auf andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsregeln. Folge den Pfeilen. Sammel alle ein, um viele Punkte zu verdienen. Ach, die Mission. Okay. Was? Via Roma, via Bardali? Oh, was? In Italien fahren. Das ist ja schön. Leonardo da Vinci und Roma, Tripoli, Margherita und Cipresso. Komm, nehmen wir das. Pizza Margherita und Cipresso. Mittelgroße Stadt, Zeit am Tag, Wetter klar. Ja, nehmen wir erstmal super Voraussetzung. So, was ist hier jetzt? Ist ja krass. Also, davon kann sich, weiß nicht, Battlefield 1 noch ein bisschen was abschneiden. Und dieser Grafik, das ist ja wirklich phänomenal. Worum geht's denn hier eigentlich? Nüchternheitsstatus. Ach, guck mal an. Ein Bier, ein Glas Wein, ein Cocktail, ein Drink, 4 Bier, 2 Bier und 2 Drinks, 6 Gläser Wein. Na, jetzt geht's ja los hier. 4 Drinks und 2 Cocktails. Wer nicht mehr laufen kann, der muss halt fahren, ne? Das ist ja völlig klar. 3 Drinks, 2 Cocktails, 3 Gläser Wein und 2 Bier. Ich glaube, dann ist ja schon fast Ende im Gelände. Ein Joint? Na, guck mal einer an. Eine halluzinogene Droge. 3 Joints. Eine Linie Kokain, ein Amphetamin, 4 Amphetamine, 3 Linien Kokain, eine Ecstasy-Pille. 3 Linien Kokain, 3 Joints und 3 Ecstasy-Pillen. Also Schlaftrunkenheit, viel gegessen, keine. Eieieiei, was nimmt man denn da? Eine halluzinogene Droge, das könnte vielleicht lustig werden. Schauen wir das mal. So, Mission Ankunft. Fahre in städtischer Umgebung mit Einbahnstraßen und Kreisverkehren. Achte auf andere Verkehrsteilnehmer und Verkehrsregeln. Finde das Ziel mit Hilfe des Navigationssystems und folge dem Pfeil. Und dann haben wir da noch den kleinen Kumpel. Wie lädt, bitte warten. Okay. Die auch hervorragende Texturen. Also da ist viel zu laden. Da ist ganz viel zu laden. Das kann dann schon mal dauern. Und nicht zu vergessen das animierte Cockpit. Tacho. Wo der Pfeil hochschnellt. Okay, gut, dann legen wir mal los. Oh Gott, das ist wieder so unsagbar laut. Das sind unsere lieben Halluzinationen, scheinbar. Dann schauen wir mal. Wo sollen wir denn hin? Bis jetzt steht bloß da, wo Norden ist. Oh, krass. Ich guck gerade auf das Navi. Ach, da sind wir, okay. Und wo müssen wir hin? Bis jetzt weiß ich nur, wo Norden ist. Oh! Alter! Und wie verzögert auch die Lenkung ist, ja? Ich glaube, da hätten wir abbiegen müssen, oder? Nee, da ist doch gar nichts zum Abbiegen. Holla, die Waldfee. So, hier darf man bloß geradeaus. Oh.
was für ein Höllentrip. Hallo? Na, hier vorne müssen wir gleich links abbiegen. Ach du meine Güte, was sieht er denn jetzt? Was ist denn da los? Hallo? Man sieht ja gar nichts mehr. Naja, ich bieg mal ab. Ach, ich habe gar nicht geblinkt. So, wie geht denn der Blinker hier überhaupt? Hallo? Ach so. Ah, jetzt sieht man wieder was. Na, dann aber schnell, bevor wir wieder nichts mehr sehen. Holla, die Waldfee. Geht's ja mächtig zur Sache. So, hier vorne müssen wir einmal anhalten, das ist ein Stoppschild. Und hier müssen wir, glaube ich, rechts abbiegen. Das heißt, ich blink mal nach rechts. So, kann ich mich auch nach rechts umsehen? Und nach links? Hallo? Guck mal nach rechts und links. Ui, ich kann im Kreis gucken. Oh. Okay, ich fahre einfach mal. Opa. Oh, ich bin ganz offensichtlich in eine Einbahnstraße gefahren. Das hätte ich nicht tun sollen. Ja, wir fahren mal schnell wieder raus. Nächste links. Oh, der hat mir die Vorfahrt genommen. Hallo? Was ist los mit dir? Opa. Eine Kurve auf die Gegenspur geraten. Na, das war aber nicht meine Schuld. So, wir sind angekommen. Gerade so. Also, falsche Fahrtrichtung. Falsche Fahrtrichtung. Zweimal. Führerschein wegen Drohungen im Straßenverkehr eingezogen. Mission gescheitert. Verdammt! Ah, ich würde sagen, wir probieren das direkt nochmal. Die Maschine war eigentlich ganz gut, aber da ziemlich laut. Mal gucken, was haben wir denn noch so? 110 kW. Ist die hässlich. Ah, die sieht schau aus. Hier Koala KFS. Na, das kann ja nur gut sein. 600 Kubik, 180 kW? Was sind denn? 250 PS oder so? Kann das sein? 250 PS aus 600 Kubik. Nun ist klar. Läuft bei Ihnen. So, okay. Dann schauen wir mal weiter. Fand ich eigentlich ganz schick, den Dress. Muss ich ehrlich sagen. Hier nehmen wir mal jetzt nicht Margherita, Via Roma, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Mal gucken, was haben wir denn hier sonst noch? Folgen. Fahren städtischer Umgebung, Einbahnstraße, Kreisverkehr, achte, bla bla, finde die 10 Sterne. Nee. Sprit sparen, fahren. Freie Fahrt ohne Begrenzung. Was haben wir hier? Ach. Was ist das für eine Stadt? Ah, das ist das Gleiche. Okay. Gut, nehmen wir das trotzdem nochmal. Tag und klares Wetter ist in Ordnung. Was trinkt man diesmal? Nee, diesmal probieren wir mal ohne. So. Also mal gucken. Finde das Ziel mit Hilfe des Navigationssystems und folge dem Pfeil. Spiel lädt. Bitte warten. Wieder viel zu laden. Gibt wieder sehr viel zu laden. Also mich haut das Spiel richtig vom Hocker. Das ist ja wirklich ein klasse Spielchen. Ne? Mein lieber Scholli. Ich weiß nicht, wer denkt sich so ein Mist aus? Die Steuerung ist total Banane. Allein schon das Beschleunigen und Bremsen ist totaler Mist. Dann, weiß ich nicht. Nee, ist Mist. Es sieht aus wie Kacke und es spielt sich Kacke. Aber egal, es ist ein klasse Spiel. Es ist der Safety Driving Simulator. Simulator. Ja, so was, und vor allem, was lädt der so lange? Woran lädt der bitte so lange? Den hässlichen Rotztexturen oder ohne? Oder was soll das werden? Oh, jetzt ist er fertig. So, jetzt bin ich gespannt. Das Ding muss ja noch mehr abgehen als das gerade eben.
So, mal gucken, funktioniert hier der Tacho? Gut, den sieht man nicht mal richtig. Nee, wahrscheinlich nicht. So, wo müssen wir denn hin? Da leuchtet es nach links. Hier geht's gar nicht nach links. Oh, wir sind schon zu schnell. Ist das räudig laut. Eieiei. Ich werde es wahrscheinlich später fürs Let's Play ein bisschen, oder Let's Test wahrscheinlich eher, also den müssen wir nicht länger spielen als unbedingt nötig, werde ich das, glaube ich, ein bisschen leiser machen, aber hier auf meinem Ohren, auf den Ohren im Kopfhörer ist gerade dermaßen laut. Mein lieber Mann. Ah, wunderschön. So, das gucken wir uns mal an hier. Kollision mit Umgebung. Ja, ist klar. Guck mal, da hinten ist Polizei. Polizia di Strato, Straßenpolizei. Was ist das? Der hat es nicht geschafft, erneut simulieren. Er hat es nicht geschafft, über eine Bordsteinkante zu fahren. Oh, hier ist rot. Das heißt, wir warten mal kurz. So, jetzt wollen wir mal sehen hier. Von 0 auf 100 in 2,7 Sekunden. Ja, das sehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Das sind jetzt schon gefühlt, ist schon eine Stunde um. Oh, wir waren zu schnell. Aber direkt Punkte gekriegt hier. Und wo müssen wir denn lang? Rechts. Schnell blinken. So. Geblinkt haben wir. Oh, da. Das ist die City hier, Downtown. Die ganzen Wolkenkratzer links abbiegen oder was wollen sie von uns jetzt hier? Ich blink mal links. Oh, das war knapp. Fast wären wir hier wieder über den Bordstein hier fallen. So, hier vorne darf man ja bloß rechts oder links. So, einmal stoppen bitte. Und fahren. Was war das? Was war das? Ist das gruselig? Warum ist da ein Kind? Warum macht man sowas? Ein Blitzerfoto wahrscheinlich. Ein Blitzerfoto von mir, so sehe ich aus. So, geschafft. Tempolimit überschritten. Wir haben tatsächlich Punkte bekommen. Mission geschafft, Distanz, bla bla. 5279 Punkte. Na, das wollen wir doch mal sehen hier. Beginne Fahrt. Dann machen wir nochmal. So, ich will nochmal Punkte kriegen. Oh ne, der ist mir zu lahm, der Roller. Ich glaube... Oh doch, der ist geil. Speed 50. Siehst du, da können wir gar nicht zu schnell fahren. Klasse. So, jetzt machen wir mal den Streber hier. Mit richtiger Jacke, mit ordentlichen Handschuhen. So. Mit krasser Hose. Mit goldenen Stiefeln. Und was haben wir hier noch so? Hier, der war toll. Und den machen wir ran. So. Wir nehmen mal eine andere Route. Nino Bixio und Camillo Benson. Das hört sich doch klasse an. Wir nehmen aber mal bewölkt Regen. Wir machen mit Regen jetzt. Jetzt wird es hier Profiklasse. So, jetzt wird es hier die Profiklasse. Was ist mit ihr? Achso, ach, Frauen fahren Roller. Alle anderen größeren Geräte werden bloß durch Männer gefahren oder was? Ne, wir trinken natürlich erstmal nichts. Wir wollen ja Punkte haben. Wie, das ist schon fertig geladen? Ja. Muss Regen mit simulieren, ist dann aber fertig. Nach 2 Sekunden laden. So, wo müssen wir denn lang? Yeah! Es ist auch tierisch laut, aber auch geil. Oh, man merkt die Schlaglöcher fast gar nicht. So, hier vorne müssen wir links abbiegen. Ja, hat geklappt.
Das ist ja ein tolles Navigationssystem. Das also gar keine Umwege hier. So. Wow! Oh Gott, das wäre fast schief gegangen. Ja, wo müssen wir denn lang? Links oder rechts? Pfeil? Kannst du noch mal kurz? Ah, rechts, okay. Danke, Pfeil. So, und ab geht die wilde Fahrt. Woohoo! Yeah! Yeah! Sind die Cools nur am Cruisen? Ja! Yeah. Und voll am Losen. So. Links abbiegen, sagte. Hier kann man doch gar nicht links abbiegen. Oh, durch gezogene Linie überfahren. Das Navi ist total kacke. Kann man doch gar nicht links abbiegen. Hier kann man links abbiegen, oder? Ja, in der Einbahnstraße. Und rein da. Juhu. Kurve geschnitten. Kriegen wir ja hin? Nö. Das wird uns nicht angekreidet. Oh, der fährt fast 51. Ich geh kaputt. Oh! Oh, da ist schon das Ziel. Jetzt nichts mehr falsch machen. Ah, ich hoffe, da kommt kein LKW und fährt uns tot. Yeah! Wuhu! So, mal gucken. Mission geschafft. 5.469 Punkte. Ja! Okay. Nochmal, jetzt haben sie mich angefixt. Also ist wirklich das, ich muss mich korrigieren, das ist das tollste Spiel der Welt. Ist wirklich das tollste Spiel der Welt. So, wir nehmen wieder die kleine Rumpfied hier. So. Dann mal gucken. Mission, Ankunft. Großstadt. Kann man das auch? Landstraßenfahrt. Aha. Hier von Collinare nach Della Capacna. Nimm mal das. Jo. Jo. Und jetzt bin ich gespannt. Und es lädt. Es lädt. Mission Ankunft. Jo, Ladezeigen. Achtung, Ladezeigen sind länger. Ladezeigen. Okay, dann zeigen wir mal die Lade. Eieieiei. Das ist wirklich ein klasse Spiel. Klasse. Spiel. Und warum lädt er so lange, verdammt? Ja, okay. Spiel lädt immer noch. Oh Wunder. Oh Wunder. Gut. Ich würde mal sagen, das wird dann jetzt erstmal die letzte Fahrt und dann mache ich Schluss damit. Das ist ja wirklich nicht auszuhalten, dieses tolle Spiel. So, und Lärm auf die Ohren bitte. Habe ich mir das gut überlegt, mit 50 jetzt hier die Landstraße zu fahren? Rechts abbiegen. Kann man denn hier rechts abbiegen? Darf ich überhaupt mit dem Mofa auf einer Autobahn fahren? Ach ne, ist eine Landstraße, ne? Das ist keine Autobahn. Ah, klasse. Ich glaube, ich hätte ein anderes Fahrzeug nehmen sollen. Das kann jetzt, glaube ich, eine ganze Weile dauern. Tja, dann genießen wir gemeinsam die wunderschöne Landschaft, die Bäume, die Büsche. Es ist wirklich ein Augenschmaus. Ein Augenschmaus. Ja, ich hasse das Wort Schmaus. Da kaum was sich widerlicher anhört, oder? Schmaus. Ist ja schmausig. Schmausen wir doch etwas. Hohohoho. Pfui der Evel. So, jetzt bergab. Jetzt sind noch mehr als 50 drin, oder? Komm. Tatsache 51. Ich gehe am Stock. Krass. Ja, 52. 53. 50. Oh. Durchgezogene Linie überfahren. 50 km/h überschritten. Was? Hier draußen darf man auch bloß 50 fahren? Wir sind dann hier in der Stadt, oder? Oh, schon mit Grund auf 8 Punkte. Oh, jetzt müssen wir aber zusehen, dass wir hier nicht. Wir wollen ja ankommen. Ach du meine Güte. Mit wie vielen Punkten sind wir denn gestartet? Mit 20 oder weniger? Oh Gott, oh Gott. Was? Wir sollen umdrehen, nach hinten fahren. Nein, kommt nicht in Frage.
immer weiter. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Aua! So, die Kurve schaffen wir auch nochmal, oder? Oh, ja, wunderbar. Ah, wunderschön, diese Serpentinen, aber es ist unsagbar laut. Da hinten, es ist nebelig. Das soll wahrscheinlich so ein Entfernungseffekt sein, irgendwie. Besonders weit weg ist. So, Bremsen nicht vergessen und ab dafür. Komm, zieh durch. Ja, mal gucken. Oh, da dürfen wir 70 fahren. Ja, wird nicht passieren, denke ich. Okay. Geradeaus sollen wir fahren, sagt uns der Pfeil. Dann wollen wir mal. Nein, wollen wir nicht. Sonst fällt sie gleich wieder hin. Es tut uns leid, sie sind tot. Oh, und diesmal, aber jetzt scheinen die Rückspiegel zu funktionieren. Man sieht etwas, zumindest im linken. Den rechten sieht man nicht, aber den linken sieht man. Oh, oh Gott. Habt ihr das mitgekriegt? Das hat gehackt. So. Unfallfahrt, Frontalzusammenstoß, Aufprallgeschwindigkeit 99 km/h. Moment mal, wir sind doch nur 50 gefahren. Ach, wahrscheinlich ist der andere auch 50 gefahren und wird zusammengerechnet. Ja gut, 600 Euro was? Schaden oder was? Fahrerverletzung, Tod durch Herzstillstand. Okay, aber das machen wir nochmal. So, also, tut mir leid. Dann muss ich nochmal machen. Aber jetzt brauchen wir ein Gefährt mit ein bisschen mehr Krawall. Speed 109 km/h. Nee, das ist zu schnell. 62 reicht uns, oder? Ja. 62. Selbst da kriegen wir schon Ärger mit dem Gesetz. Doch nicht. Ah, sind so schlimme Outlaws. Andere Route. Industriale. Kolinare. Okay, Kolinare hört sich gut an. Nicht. Guckt euch die Augen an. Irre. Okay. Wie? Das ist jetzt so schnell geladen? Ach, schaut mal, ein bisschen detaillierter. Aber die Zeiger bewegen sich auch wieder nicht. Wow, das Ding geht da mächtig zur Sache hier. Jetzt nur aufpassen, dass wir im Bereich der Legalität bleiben. Dann sind die 20 Punkte ganz schnell weg. Wow. Wenn er dann abhebt, wenn er ein bisschen Drehzahl hat, dann geht's richtig zur Sache. Dann ist er nicht mehr zu halten. Schlimm sind diese Ruckler. Ich weiß nicht, woher die jetzt stammen. Wahrscheinlich, weil die Grafikkarte zwischendurch einschläft. Oder der Prozessor. Und dann, Moment mal, guten Morgen, ja, hallo. 50. Ah, ist das schlimm. So, jetzt kriegt der Rätsel. Jetzt los. So, jetzt mal gucken. Krasse Rechtskurve. Oh, ja, da hatten wir es wieder. Kollision mit der Umgebung. Gab aber keinen Punkt am Zug. Aber wahrscheinlich Verletzung. Durchgezogen und in der Linie überfahren. Warum haben wir denn noch alle Punkte? Was sind denn das für Bauten hier eigentlich? Durchgezogene Linie überfahren. Oh, schon wieder. Zu schnell gefahren. Also eigentlich hätten sie uns schon aus dem Verkehr ziehen müssen. Die sehen ein bisschen gruselig aus, die Bauten. Was soll das sein? Bunker? Überirdische Bunker oder was? Achtung, nicht die Linie überfahren und vor allem nicht wieder in LKWs reinkrachen. Da war die Linie auch gar nicht durchgezogen. Habt ihr nicht gesehen? Da war so eine Unterbrechung. Wie hier. Wie hier. So, egal. Hilft kein Schimpfen, hilft kein Meckern. Okay. Wieder durchgezogene Linie überfahren. Aber bis jetzt haben wir noch 20 Punkte, merkwürdigerweise.
Durchgezogene Linie. Warum erzählen die immer was von einer durchgezogenen Linie? Stimmt doch gar nicht. Ist doch hier unterbrochen. Also, dieses Spiel ist wirklich zum Heulen. Durchgezogene Linie überfahren, die nicht durchgezogen war. So. Oh, hinter uns ist ein Auto. Oh Gott, fährt das nah auf. Oh, das könnte gerade nochmal so bremsen. Ach, hier ist das Stoppschild. So, wir wollen rechts abbiegen. Klick, klack. Hinter uns sitzt niemand im Auto. Seht ihr das? Linker Rückspiegel. Da sitzt niemand drin. Folgt es uns weiter? Tatsächlich. Das Auto ohne Fahrer. Aber da ist ein Anschnallgurt. Alter, was ist denn da los? Das Gruselauto. Kollision mit Fahrzeug. Wird aber nicht uns angelastet, oder? Sehr gut. Er soll nicht so dicht auffahren hier. Krieg ich Angst. Oh. Hier wächst schon Gras auf der Straße. Also die scheint nicht oft befahren zu sein. Ach komm, jetzt ziehen wir mal richtig vom Leder. Mal gucken, was das Ding bringt. 62 wurde ja gesagt. Oh, jetzt nur noch 8 Punkte. Oh Gott. Weil wir die durchgezogene Linie überfahren haben. Haben sie uns gleich 12 Punkte abgezogen. Guck mal, bergauf, 76er. Das ist doch mal eine Kampfansage hier. Aber gleich sind wir da. Ob wir es noch schaffen? Lebendig? 80, ist ja krass. Eigentlich wurde uns die nicht... Ja, und parken das natürlich auf die durchgezogene Linie. Verpasste Punkte. 500 haben wir verpasst. Kilometer gefahren. 5273. Ach Gott, was für ein Adrenalinschub. Ganz nasse Hände, die Augen tränen, die Haare wachsen nicht. Tja, das war der fulminante Safety Driving Simulator. Die Moto-Edition. Fazit, ein tolles Spiel. Nee, ehrlich, also, ist einfach Mist. Okay, bis zum nächsten Mal. Alles klar, ahoi!